Hallo, du lieber Zwilling, und herzlich willkommen zu deiner Legung für den August 2024. Die Legung ist für dich, wenn du den Zwilling im Sonne, Mond, Aszendent und oder in der Venus hast, und du kannst natürlich auch für dein Gegenüber schauen. Und Zeit ist fließend, das heißt, es können Dinge bereits ab Mitte, Ende Juli auf dich zutreffen oder auch verspätet in den August hinein. Und es ist eine Kollektivlegung. Auch hier, es können Botschaften auf dich zutreffen, muss aber nicht, sollte auch schon etwas mit dabei sein, wenn du eben hier den Zwilling mit dabei hast, weil ich es direkt für die Zuschauer ausgelegt habe. Ne? So, das ist wie gesagt Legung, die kannst du auch persönlich bei mir buchen, eine Neunerlegung, und eine Großlegung kann man bei mir auch buchen. Das ist natürlich persönlich für dich ausgelegt und ich darf auch mehr Karten nutzen. Alle Infos dazu findest du unter dem Video, wenn du auf mehr Ansehen klickst. Da ist meine Webseite verlinkt, www.seelentalk.de. Da findest du alle Infos. Okay, dann fangen wir mal an, lieber Zwilling. Schauen wir erstmal, wie ist denn die Hauptenergie? So, wir haben hier den Tod und die Wunscherfüllung. Es kann hier sein, dass du gefühlt bist, im August reingehst mit der Energie, boah, meine Wunscherfüllung funktioniert nicht. Ich kriege aber auch so ein ausgelaugtes Gefühl hinein. So eine Ausgelaugtheit, so ich kämpfe, mache und tue, aber irgendwie tut sich's nichts an meiner Manifestation, an meinem Wunsch, was ich mir da wünsche, ja, was das auch immer ist. Das ist die Energie, die ich hier reinkriege. Wir gucken mal auf der Kopfebene. Neun der Schwerter, ja, da haben wir die Sorgen machen. Du suchst hier nach Lösungen, du suchst hier nach Auswegen. Du bist natürlich Zwilling, Luftenergie, ist ja auch sehr strategisch. Das heißt, die Neun der Schwerter passt natürlich von der Energie halt auch super. Du versuchst immer irgendwie Lösungen zu finden. So, dann haben wir hier auf der Gefühlsebene die Hierophantin und den Baum. Das heißt, das zeigt mir, dass hier auf Herzebene jemand anders dir hier weiterhelfen kann. Ein Berater, ein Coach und eine Person. Ich sehe es jetzt aber nicht als Freund oder Freundin an im näheren Umfeld, sondern es ist wie so eine dritte außenstehende Person, die hilft dir da aber ins Wachstum zu kommen, von der du dich inspirieren lassen kannst, ja? Was ist hier der Rat? Da haben wir hier die Gerechtigkeit im Ausgleich und Neubeginn. Ja, versuch dich hier neuen Sachen zu öffnen. Und versuch, wenn du zu sehr in diesem Machen- und Kampfmodus drin bist, wirklich da mal auszusteigen und mal eher in den Empfangsmodus zu gehen. Weil wenn du immer nur im Mach- und Kampfmodus bist, dann kannst du eben auch nicht empfangen, ja. So, wir haben hier dann im verborgenen Ritter der Schwerter und die Sonne, das große Glück. Das heißt, das fasst eigentlich nochmal die Karte zusammen, dass im Verborgenen noch ist, dass hier Bewegung reinkommt, dass das große Glück kommt, ne? Das liegt hier noch im Verborgenen drin. Ja, es ist für dich noch nicht greifbar, noch nicht sehbar quasi. Hier haben wir aber Ritter der Kelche und der Konflikt. Das heißt, auf der Gefühlsebene liegt bei dir hier eine Konfliktbasis. Also irgendwas ist da. Es kann sein, dass du vielleicht mit der Art und Weise, wie du Dinge umsetzen sollst, das für dich nicht so von einer Herzebene eher stimmig ist. Der Kopf sagt ja, oder der Kopf sagt, eigentlich muss das doch gehen, das Herz sagt aber nein, ne? Also irgendwas ist da, was da nicht so ganz im Gleichgewicht ist zwischen Kopf und Verstand. Hier haben wir die Sieben der Kelche und die Liebe. Das heißt, wir haben hier eine sehr starke Auswahl. Es kann sein, dass du hier mehrere potenzielle Kandidaten, Kandidatinnen hast, ja, liebesmäßig. Es kann aber auch sein, dass du dich als Zwilling gerade nicht entscheiden kannst, weil du magst ja so viele Sachen. Du als Zwilling, du bist ja mit der Luftenergie auch sehr interessiert an vielen Dingen und dass du dich da nicht so richtig entscheiden kannst, ja. Hier haben wir das Gericht und den Berg. Okay. Es geht hier so ein bisschen auch um das höhere Selbst, ja, die Verbindung zum höheren Selbst, und mit dem Berg haben wir so ein bisschen die Blockade drin. Ist ja auch ein bisschen der Einfluss von außen. Vielleicht bist du da von außen auch verunsichert und hast so ein bisschen die Verbindung auch zu dir selbst vielleicht verloren, dass du so ein bisschen das Gefühl auch zu dir selbst verloren hast. Wir haben hier aber die Magierin und das Motorrad, also beziehungsweise den Reiter, die Bewegung hier drin. Das heißt, ja, mit der Magierin ist auch die Manifestationskarte. Du hast die Magie. Wir haben ja auch ja diese Schwerter, die Münzenergie, ja, die Stabenergie. Ich glaube, hier irgendwo müsste auch noch ein Kelch sein. Genau, wir haben ja alle vier Elemente drin bei der Magierin. Ja, diese Verbundenheit mit allen Elementen. Das hast du in dir. Nur irgendwie ist was von außen, wo du dich vielleicht blockiert fühlst oder sonstiges. Deswegen kann es sein, dass dir jemand anderes dabei hilft, wieder hier in deine, also entweder hat dich hier jemand anderes auch verunsichert. Das kann auch sein, dass du dir sozusagen Anführungsstrichen falschen Berater, Beraterin oder von der falschen Person Beratung holst, ja. Das kann das eine sein, dass dich das eben gerade verunsichert und weggebracht hat, auch von deinem Weg, ja. Also schau dich da nochmal nach einer anderen Person um, wo du das fühlst, und hol dir da vielleicht mal eine Beratung ein, ja, dass du wieder ein bisschen, dass du ein bisschen mehr Bestärkung oder auch weißt, nicht Bestärkung klingt jetzt falsch, aber dass du weißt, wie ist denn jetzt hier mein Weg, was sind jetzt hier für mich die nächsten Schritte, ja.
Wir haben hier die Zwei der Schwerter und du selbst unterm Deck. Ja, mit den Zwei der Schwerter ist es so das Gefühl, dass man blind ist, dass man nicht so genau sieht, wie geht es jetzt weiter, wie soll es jetzt weitergehen. Gerade jetzt auch mit dir nochmal unterm Deck. Ja. Also fassen wir nochmal zusammen, was wir jetzt hier in der neuen Erlegung sehen für den August. Wir haben hier eben das Gefühl, dass die Wunscherfüllung nicht eintritt. Auch wenn man rechts und links schaut, man sieht irgendwie nichts. Also ich kriege auch so ein bisschen so diese Nebel. Es ist wie so Nebel, man sieht einfach nichts. Ja? Du versuchst natürlich nach Lösungen zu suchen vom Kopf aus. Es geht bei dir aber tatsächlich um die Herzebene. Du sollst gar nicht so, das ist nämlich die Herausforderung für dich als Zwilling, nicht so von der Kopfebene zu handeln, sondern hier eher auf die Herzebene zu hören. Und da kannst du die Unterstützung suchen. Ja? Und da auch eben aus diesen, ich muss machen und tun, damit Dinge zu mir kommen, aussteigen. Da sind wir nicht in Empfangsmodus, sondern dich mal ein bisschen ausruhen und zurücklegen. Ja, und das kann eben gerade sehr schwer für dich sein, ja, weil die Zwillinge haben ja auch immer so einen inner Drive, ja. Genau, mit der Kelche haben wir hier auch auf der Gefühlsebene, wie gesagt, einen Konflikt. Ich kriege hier rein einen Konflikt zwischen Verstand und Herz. Ne? Wir haben hier die vielen Interessen, die du hast. Irgendwie weißt du aber nicht so genau, wie du es umsetzen sollst, wie du es nach draußen bringen kannst. Und es geht hier darum, die Lösung liegt darin, dass du hier die Verbindung zu dir selbst, zu deiner Intuition, zu deinem Ich wiederfindest. Und da kann dir halt eine andere Person helfen, ja, Impulse geben für. So, wir schauen jetzt hier nochmal mit den Orakelkarten rein. Was ist hier für die Zwillinge wichtig? Im Hier und Jetzt. Ja. So, die Nummer 32. Dann schauen wir mal. Alles geschieht im Jetzt, in der Gegenwart. Allein dieser Augenblick zählt. Du hast alles, was du brauchst, um mit dem Heute zurechtzukommen, wenn du dich von dem Bedürfnis löst, nach der Zukunft zu fragen oder über die Vergangenheit nachzudenken. Sei präsent und achte auf das, was eben jetzt geschieht. Der gegenwärtige Augenblick birgt das Potenzial, mit dem du Wunder in dein Leben bewirken kannst. Die Beziehungsbotschaft ist, es ist leicht, sich nach einer Liebesbeziehung oder Freundschaft zu sehen, die dir gerade jetzt vielleicht fehlt, in der es mehr Romantik gibt, mehr Freude, mehr Verlässlichkeit, mehr Leidenschaft. Die gute alte Zeit ist vorbei und ein neuer Tag ist angebrochen. Vertrau im Herzen darauf, dass du alles hast, dessen du jetzt bedarfst, ob dir die Partnerschaft, nach der du dich sehnst, beschieden ist oder nicht. Auf das Morgen hast du keinen Einfluss. Das Gestern ist unwiederbringlich vorbei. Das Jetzt ist alles, was dir zur Verfügung steht. Bleibe präsent und wisse, dass du in jedem Augenblick, in dem du der Schönheit deines Selbst Wertschätzung und Anerkennung zeugst, ein Magnet für die Liebe bist. In jedem Moment ist das göttliche Prinzip unsterblich in dich verliebt. Bist du dir dessen bewusst, wende dich ihm zu und du wirst jetzt Seligkeit in der Liebe im Hier und Jetzt erfahren. Die Erfolgsbotschaft ist, deine Arbeit trägt jetzt goldene Früchte und deine Anstrengungen werden zu einem wichtigen Vermächtnis für andere. Richte dein Augenmerk nicht auf ein Ziel in ferner Zukunft, sondern darauf, einen Traum im Hier und Jetzt zu verwirklichen. Lass ab vom Verlangen, eines bestimmten Resultats zu erzielen und mache dir klar, dass es seinem Wesen nach bereits existiert. Dann wird es auf magische Weise in der materiellen Welt Gestalt annehmen. Nimm für dich in Anspruch, was dir gebührt. Die Essenz ist wichtiger als die Form. Wenn du in deinen Gedanken erfolgreich bist, verbindest du dich automatisch mit einer Ebene der Zeitlosigkeit und des unbegrenzten Potenzials. Handle so, als ob du bist im selben Augenblick, erfolgreich und geachtet der äußeren Umstände, in denen du dich gerade befindest. Was du jetzt denkst, wird für dich zur Realität und bleib im Hier und Jetzt präsent. Die Schutzbotschaft ist, jedes Mal, wenn dein Geist in die Vergangenheit abgleitet und du darüber nachdenkst, was hätte besser sein können oder sollen, oder auch vergangenen Zeiten nachtrauerst, verlierst du an Energie. Deshalb geht für den Voraus einen Blick in die Zukunft, von der du die Antworten erhoffst. Was immer dich drängt, an einem Ort ohne Substanz zu verweilen, vergiss nicht, dass dein Platz im Hier und Heute ist. Vergangenheit und Zukunft sind Illusionen. Jedes Mal, wenn du dem gegenwärtigen Augenblick entfliehst, schneidest du dich von dem inneren Energiefluss ab, der dir die Kraft verleiht, deine Wirklichkeit mit echter Substanz zu erfüllen. Weder Vergangenheit noch Zukunft können dir geben, was du brauchst. Allein auf die Gegenwart kommt es an. Kehre von den endlosen Zeitreisen zurück ins Hier und Jetzt. Alles wird gut und Wunder werden sich im verkommenen Zeitmaß des göttlichen Prinzips ganz von selbst ereignen. Ja. Also, da bin ich mal gespannt, lieber Zwilling, ja, wie der August hier für dich wird. Schreib es gerne mal auch in die Kommentare rein, ob du damit auch in Resonanz gehst oder nicht. Ansonsten kannst du gerne, du weißt, mir folgen, abonnieren, damit du die Septemberlegung nicht verpasst. Gerne auch ein Emoji, ein Herzchen da lassen, Daumen nach oben. Wie gesagt, oder gerne einen Kommentar schreiben. Ich lese mir alles durch. Ich wertschätze alles auch sehr und ich wertschätze es auch vor allen Dingen, dass du auch bis hierhin dran geblieben bist. Und dann bis zum nächsten Mal.